liebe Pokémon Hard Gold Freunde und willkommen zu einer wundervollen Party, in welchem wir heute in Fuchsania City sind, der einen Arena, in welche wir uns nicht begeben werden, weil es ungefähr reiner Selbstmord wäre. Dafür müsste Spoop erstmal ein bisschen eventuell stärker werden und auch dann wird es noch ziemlich schrecklich. Die haben nicht Psycho-Pokémon und Psycho-Pokémon können ziemlich eklig werden. Wie auch immer, ich würde sagen, wir begeben uns jetzt erstmal zum einen, was ich natürlich sagen sollte, ich könnte zu den Top 4 fliegen. Ihr habt ja recht, also die Siegesstraße und dann direkt nach Johto rüber oder so, aber das wäre zu langweilig und zum Attacken verlernen. Nein, dann machen wir nicht. Wir gehen nach Orania City und von dort aus können wir, wenn mich nicht alles täuscht, direkt zur Arena runtersurfen. Zumindest wurde mir jetzt gesagt, dass das gehen müsste. Und wenn das gehen sollte, dann können wir direkt in die nächste Arena und den nächsten Orden holen. Und das wäre doch gar majestätisch. Es geht. Wundervoll. So ist das tiefblaue Ich. Ich würde liebend gerne surfen, bitte. So, jetzt stellt sich uns natürlich die Frage, von welchem Typ wird diese Arena sein? Das ist eine ausgezeichnete Frage. Ich sage, es wird, ich hoffe, es ist weder Gestein noch Pflanze, ehrlich gesagt. Es gibt halt nicht so ein ganz gewisses Pokémon, mit dem ich ganz gern keinen Kontakt mehr haben würde im Laufe dieser Videoreihe noch. Vielleicht könnt ihr euch denken, oh fuck, sind wir Stahl oder Käfer? Okay, vielleicht könnt ihr euch denken, welches Pokémon das ist. Dieses verdammte, dreckige Wheely. Also es ist ein sehr schlimmes Pokémon, reden wir nicht darüber. So, ich denke, Sherrock sollte nichts übermäßig Effektives gegen Nudi haben, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, was? Das war ein Volltreffer. Okay, wir ziehen uns, glaube ich, trotzdem zurück. Fuck. Der Schlitzer hat mehr Schaden gemacht, als er sollte. Lassen wir, oh shit, diese ganze Situation regeln. Ich habe das Gefühl, unser kleiner Feuervogel hier. Alles Abwehr, du Haufen Scheiße. Sollte in der Lage sein, ein Pokémon, welches eine doppelte Schwäche gegen Feuer hat, auszuschalten. Hätte ich recht, oh shit. Ja, naja, habe ich. So, jetzt, ich bin gespannt, was wird es für eine Arena sein? Käfer oder Pflanze? Oder vielleicht, weil es auf Level 40, weil wir über Level 40 sind und die Entwicklung erzwungen wird, könnte es vielleicht auch eine Flugarena sein. Käfer, Flug oder Stahl? Eins von den dreien wird es sein. Oh, shit, das Fuckfee hat noch den Epiteiler, es ist Flug. Es ist tatsächlich Flug! Wir bleiben bei, oh, oh, shit. Die Sache ist nämlich nur, die hat nicht übermäßig viel Verteidigung, also würde ich es jetzt nicht allzu gerne direkt in den Kampf schicken. Aber, wie es aussieht, wird das die eine Arena sein, in der Nudi die Chance hat, durchaus zu glänzen. Und wir könnten es mit sehr üblen Pokémon zu tun haben. Denn es gibt, oh fuck, es gibt starke Pokémon, die zur Hälfte vom Typ Flug sind. Nehmen wir Beispiele. Es würde zum Beispiel Ho-Oh und Lugia geben. Welche wir aktuell haben sogar. Also, Ho-Oh, wir haben es vor uns. Die würde es geben. Dann Klassiker, gegen die wir natürlich unglaublich gerne kämpfen würden, wie zum Beispiel Dragoran oder, keine Ahnung. Was gibt es sonst noch für Flug-Pokémon? Es gibt viele. Darkness, Zapdos, Lavados, die sind nicht wirklich stark, aber ist okay. Ein Pelipper. Ein Pelipper war keine gute Idee. Denn damit sollte Nudi relativ schnell fertig werden. Es gibt auf jeden Fall viele eklige Vogel-Pokémon, Flug-Pokémon, wollte ich damit sagen, okay? Mit dem müssen wir irgendwie fertig werden. Und verdammte Scheiße, Pelipper, was ist mit deinem Auge los? Der sieht ein bisschen. Hat Pelipper immer so seltsame Augen? Es hat einfach einen weißen Strich im Auge. Du Freak! Du Freak mit Tasche als Schnabel. Na, du bist echt stark. Das entspricht der Wahrheit. Okay, gut. So, wir haben also definitiv eine Flugarena vor uns. Ich weiß nicht, ob das eine gute Sache ist oder nicht. Ich werde noch drüber nachdenken. Aber wir sollten versuchen, Nudi irgendein Item zu geben, das ihm vielleicht weiterhelfen könnte. Oder ihr, pardon. Ein Magnet. Verstärkt Elektroangriffe. Wundervoll. Das ist genau das, was ich gesucht habe. Oh Gott. Und seid ihr mit der Arena hier vertraut? Erstmal zum einen, was ich natürlich direkt in den Raum werfen muss. Wir werden hier einen Veteranen aus dem Pokémon-Krieg treffen. Major Bob. Der erste, der damals den Gedanken daran, dass es einen Pokémon-Krieg gegeben hat, populär gemacht hat. Er hat der Welt davon erzählt und alle dachten sich, oh shit, Major Bob. Der weiß, wovon er redet. Zum einen, das werden wir hier in der Arena treffen. Und zum anderen haben wir auch noch das wahrscheinlich nervigste, bescheuertste Minispiel aus der gesamten Pokémon-Reihe. Also die bescheuertste Arena.
von der Aufgabe her, was man machen muss. Mit diesem beschissenen Mülleimer. Das kann nämlich teilweise, ich will nicht sagen, dass er einen teilweise für sehr, sehr lange Zeit aufhalten kann, aber teilweise hält es einen für sehr lange Zeit auf. Man denkt sich, ich habe keine Lust darauf, hör auf damit. Ein Staraptor, okay. Seht ihr, Staraptor ist auch wieder eins der gefährlicheren Pokémon. Wenn ich richtig liege, müsste es Bedroher haben. Und wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, denn Staraptor müsste den Nahkampf beherrschen. Und hat diesen fucking starken Kampfangriff. Was jetzt für mich einen Unterschied macht, weil ich keinen Pokémon hat, das eine Schwäche gegen Kampf hat. Aber trotzdem, wir behalten es im Hinterkopf. Ladungsstoß genau ist der Angriff. Ich war mir gerade unsicher, ob Ladevorgang oder Ladungsstoß der Angriff ist. Aber es ist definitiv der Stoß. Jetzt stoßt der Raptor mit der Ladung. Wisst ihr? Ich glaube, diese Arena ist, ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um unseren Nudi-Character-Arc endlich zu einem Ende zu bringen. Ich meine, Nudi war immer der Außenseiter. Nudi war immer schwach. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, was die letzten paar Parts los war, aber ich war nicht der größte Fan von Nudi. Wir haben uns nur mit ihm gut verstanden. Und jetzt hat Nudi die Möglichkeit, mir zu beweisen, dass es doch in Wirklichkeit gar nicht mal so kacke ist, wie ich immer gesagt habe. Und alle besiegt. Und vielleicht, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich mir auf einmal sagen werde, es wird wahrscheinlich, keine Ahnung, Butalan oder so One-Hit, da werde ich sagen, oh, Nudi ist ja doch gar nicht so scheiße. Und dann wird es irgendwie von einem anderen Pokémon so viel gekillt und werde ich sagen, oh nein, Nudi, jetzt konnte ich dich aber fast ein bisschen leiden. Das ist ein bisschen doof, dass du jetzt tot bist. Oh, da ist die Geschichte von Nudi zu Ende. Ey, ich will nicht sagen, dass es so ausgeht, aber ich will auf jeden Fall sagen, dass ich nicht traurig wäre, wenn es so ausgehen würde, versteht ihr? Da wäre ein schönes Ende. Für unser Gelb, für den gelben Nackten auf dem Scheiße. Oh, Taubos! Irgendwie sieht der Unterkörper von Taubos in dem Sprite seltsam aus. Sieht aus, als wäre es einfach nur ein Müllsack oder so. Also da, wo die Beine anfangen. Bisschen sehr klobig, würde ich fast sagen. Stirb einfach, Taubos, okay? Oh, fuck, das hat viele KP. Oh, Nudi! Wundervoll, gute Arbeit. Wundervoll, wundervoll, wundervoll. So, weiter also als nächstes. Ein Papinella. Ah, die Käfer sind also hier. Ich möchte mal anmerken, von der Pokémon-Auswahl her ist das aktuell eine ziemlich nette Arena. Wir haben einige viele verschiedene Flugtypen gesehen. Ich sage jetzt nur, wird der Arena-Leiter einen sehr starken Flugtypen auf Lager haben oder nicht? Ja, okay, und wir haben definitiv zu viele Pilipper. Was wird Major Bob gegen uns einsetzen? Das ist die große Frage. Aber wisst ihr was? Ich glaube, es sollte kein Problem werden, ehrlich gesagt. Die Gegner hier sind alle vom Level her so fucking niedrig. Ich würde auch mal sagen, Major Bob wird auch auf keinen Fall über 50 sein. Das sollte eigentlich alles relativ geschmeidig machbar sein. Okay, Gentleman Jill. Du hast Major Bob im Stich gelassen, das ist dir bewusst. Du bist die große Enttäuschung für uns alle, aber mach weiter so, mach weiter so. So. Ich würde sagen, ich gehe jetzt noch ins Pokémon-Center und dann sind wir schon beim Arena-Leiter. Verdammte Scheiße. Das geht gerade so unglaublich schnell. Na gut, das ist die Sache, wenn man hier in Kanto ankommt. Man ist halt schon ein bisschen... Man ist nicht mehr komplett am Anfang. Und storytechnisch erwartet einen hier ungefähr so... Ich will nicht sagen, uns erwartet hier nichts, aber... Uns erwartet nicht sonderlich viel hier in Kanto. Dementsprechend... Wer wird nicht viel auf uns zukommen? Wir können eigentlich straight von Arena zu Arena laufen. Das Einzige, was uns da aufhalten kann, sind so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, ich glaube, der 8. Arena-Leiter hier taucht erst auf, wenn man die anderen 7 Orden hat. Und Misty, für Misty zum Beispiel muss ich eine Spule aus dem Kraftwerk oder so holen. Einen Generator anmachen, keine Ahnung, damit sie auftaucht. Solche Kleinigkeiten. Oder natürlich müssen wir noch die Alternative zur Pokeflöte und sehr geiles Radio in Betrieb nehmen, um das Relaxo loszuwerden. Aber ansonsten nicht wirklich viel storytechnisch. Da ist nur Müll drin. Raschelwühl, da ist nur Müll drin. Wühle ich hier gerade im Mülleimer herum? Sehe ich das gerade richtig, dass ich nach dem Schalter... Bob! Was ist los mit dir? Der Haufen Scheiße. Es fällt mir jetzt erst auf. Seine bescheuerte Aufgabe steht daraus, dass einfach die Kandidaten, die den Orden haben wollen, dass die sämtliche Mülleimer durchwühlen müssen. Du bist krank, Bob. Du bist krank. Okay, kommen wir zum ekligen Teil. Katschak. Oha, am Boden des Mülleimers ist ein geheimer Schalter. Drück ihn doch mal da los. Klick. Klick, das erste Schloss wurde gelöst. Okay. Das heißt, es fehlt jetzt noch das zweite. So, das zweite Schloss ist direkt, das grenzt direkt an das erste an.
Das heißt, ich weiß gar nicht, ob es da das schräg gegenüber sein kann, aber es muss auf jeden Fall eins von denen daneben sein. Wie gesagt, bei denen bei links weiß ich nicht, ob es das überhaupt sein kann. Aber die direkt daneben, das weiß ich. Das heißt, jetzt ist es Glück. Wenn das nicht klappt, dann müssen wir es erst wieder finden und das Ganze wieder von vorn. Oha, am Boden ist Müll. Yes! Oh mein Gott, Leute, wir haben es direkt geschafft. Wir haben es direkt geschafft. Oh mein Gott! Okay. Er ist ein Veteran. Zeigt euch von eurer besten Seite. Zeigt euch von eurer besten Seite. Er hat viel durchgemacht. Salutiert von diesem Mann. Hey, Rekrut. Ich bin kein Rekrut. Ich bin ebenfalls ein Veteran, aber weiter. Du forderst mich zum Kampf heraus. Das heißt, du weißt wohl nicht, wer ich bin. Meine Elektro-Pokémon sind unschlagbar. Die Besten, die Besten, die Besten der Besten. Sie haben das Schlachtfeld bis jetzt immer siegreich verlassen. Nun werden ihre Elektro-Attacke auch dich kriegen, genau wie sie es mit den Soldaten des Feindes taten. Fuck. Noel, du bist Hardcore, Alter. Alter, Noel, du bist so Hardcore. Fuck. Fehlen ein bisschen die Worte. Ich bin ein bisschen verliebt. Steht hier. Fuck. Fuck! Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh fuck. Die Problematik ist gerade. Erinnert ihr euch noch daran, wie ich gesagt habe, dass Major Bob wahrscheinlich kein Pokémon über Level 50 haben wird? Sein erstes Pokémon ist auf Level 51. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Aber warte ich. Der hat den verdammten Pokémon kriegt jetzt übrigens wirklich, aber noch geben wird gekämpft. Seine Pokémon haben, obwohl sie Flugtypen sind, mit ihren Elektroattacken die gegnerischen Soldaten geröstet. Versteht ihr? Nicht die Pokémon der Gegner, die Soldaten. Das ist der Pokémon-Krieg. Damals, ach du Scheiße. Damals ging es nicht Pokémon gegen Pokémon. Es ging Pokémon gegen alles, was der Gegner zu bieten hat. Frauen, Kinder, Pokémon-Trainer, manchmal sogar Professoren. In manchen Regionen wurden von den Elektroangriffen sogar Level 47, das ist jetzt ziemlich enttäuschend. In manchen Regionen wurden durch die Elektroangriffe sogar Pokédex-Daten gelöscht, weil die magnetische Strahlung zu stark war. Steht hier? Die magnetischen Wellen, könnte man besser sagen als Strahlung. Das hat nicht viel mit Strahlung zu tun. Auf jeden Fall war zu stark. Das hat die Festplatte vom Pokédex kaputt gemacht. Oh. Und ja, das ist der Pokémon-Krieg. Menschen wurden angegriffen. Das heißt, wenn Major Bob als einziger Typ noch übrig ist, dann nur die. Ich hoffe, du bist bereit, einen Menschen umzubringen. Ich glaube, es könnte heute passieren, dass du eventuell in die Situation kommst, dass du so starke Stromschläge von dir geben musst, dass das Herz von Major Bob eventuell einfach explodiert. Versteht ihr? So ein einfach explodierendes Herz wegen zu starker Strahlung. Die Sache ist nämlich, Major Bob ist ein Soldat, der aus dem Pokémon-Krieg kommt, was eine Sache ist, die ich sehr respektieren kann. Nur stehen wir in diesem Kampf als zwei Feinde gegenüber. Das bedeutet, wenn wir alle seine Pokémon bekämpft haben, wird er das... Major Bob! Gehst zu weit! Warum tut er das? Okay, du machst es persönlich. Okay, Nudi, weißt du was? Nudi, du willst mir beweisen, dass du kein auf dem Scheiße bist, Nudi. Oh mein Gott. Das ist einfach Flucht, Bob. Donnerwelle. Oh fuck! Das ist nicht so gut. Okay, Major Bob. Es wird also ein ernsthafter Kampf. Es wird ein sehr ernsthafter Kampf. Ich werde all deine Pokémon bekämpfen. Wenn du dann das Gefühl hast, dass du selbst als Mensch gegen meine Pokémon antreten musst, dann sollst du das wohl tun, Major Bob. Ich habe kein Problem damit. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du aufhören würdest, mit deinem Altaria zu tanzen. Ein Pokémon wie Altaria tanzt nicht. Es ist da, um gestreichelt zu werden und nicht um zu kämpfen. Du bist krank, Bob. Ist krank. Oh fuck. Ladevorgang. Fuck. Wenn Saltaria einmal zuschlägt, habe ich ein Problem. Das Problem ist, ich glaube, wenn ich es jetzt nicht one-hitte. Heilung. Okay.
Ist nicht gut. Ich glaube, keiner von denen hat eine Verteidigung, die hoch genug ist, um das Altarier zu überstehen. So wirklich. Vor allem Blumenpuffy könnte ich reinschicken, aber Blumenpuffy ist das mit der Höchstverteidigung von uns, hat aber das Problem, dass es vom Typ Pflanze ist und dementsprechend eine Schwäche gegenüber Altaria. Die Frage ist jetzt, und ich mir stelle es jetzt nur, hat Altaria starke Nahkampfangriffe, physische? So, die Sache ist, zum einen, ein Angriff von Altaria ist Heilung, okay? Das haben wir gesehen. Der andere ist Drachentanz. Die anderen beiden Angriffe sind unbekannt. Was kann Altaria alles lernen? Drachenklaue sollte wegfallen. Ich glaube, es sollte gar keinen physischen Drachenangriff können. Physischer Flugangriff, es könnte vielleicht sowas wie Flügelschlag beherrschen, oder ich habe keine Ahnung. Schnabel, oder ich habe keine Ahnung. Das wäre nicht optimal, es würde viel Schaden machen, aber ich denke, Nudi sollte in der Lage sein, das zu überstehen. Andere Sache, die natürlich noch existiert, wären dann die Normalangriffe, und da ist das Problem. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Altaria Bodycheck beherrschen wird. Oh, der ist ziemlich stark. Aber ich kann jetzt nicht meinen Pokémon wirklich wechseln. Denn ich habe das Gefühl, wenn es jetzt mit seinem so stark gesteigerten Angriff wirklich zuschlägt, es wird irgendjemanden damit vermutlich umbringen. Außer Spoop vielleicht. Okay, nein, wisst ihr was? Nein, wir machen eine Donnerwelle. Du Dumpatz! Er steigert seinen normalen Angriff und setzt eine Donnerwelle ein. Oh mein Gott. Nudi. No. Die. Ich wusste es, er Top-Genesung einsetzt, okay. Das ist nämlich das andere Problem, weswegen ich Altaria im Idealfall übrigens one-hitten wollte. Ich denke, es hat sich von selbst erklärt. Die Sache ist nämlich, Top-Genesung bedeutet, seine Werte bleiben. Und das ist ein großes Problem. Ladungsstoß. Immer Ladungsstoß machen. Wir hoffen, dass Altaria eventuell vielleicht mal paralysiert ist. Oh mein Gott. Ladungsstoß. Bitte setz jetzt nicht Heilung ein. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott! Nudi wird diesen Kampf gewinnen. Nudi wird diesen beschissenen Kampf gewinnen. Es ist zu spät für die Heilung, Altaria. Es ist zu spät dafür. Nudi! Volltreffer! Oh mein Gott. Du hast ein mit Drachentanz voll gepumptes Level 53 Altaria besiegt, Nudi. Verdammte Scheiße! Weißt du, Nudi? Oh, du glaubst, ich bin am Ende. Das hat doch gar nicht angefangen. Oh, Major Bob. Es war spätestens an dem Moment zu Ende, als du Altaria in den Kampf geschickt hast, als du es persönlich gemacht hast, Major Bob. Ich setz auch nicht meine. Ich hab mit deiner Mutter geschlafen, Mann, in den Kampf, ein Bob. Das, obwohl ich es machen könnte. Verstehst du? Ich werde es aber nicht, weil ich Respekt vor dir als Person habe und vor deinen Leistungen, die du im Pokémon kriegst, die es übrigens wirklich ab und noch geben wird, geleistet hast, Major Bob. Aber für dich ist das scheinbar nichts. Deswegen hat deine Seite den Pokémon-Krieg verloren, Bob. Genau deswegen. Ich meine, Noel. Wenn du unten mit 10.000 Volt trickst, 10.000 Volt sind nicht genug, um Nudi aufzuhalten. Verdammte Scheiße, Bob. Oh nein, du bist sehr stark, Rekrut. Na gut, du Wicht. Nenn mich doch einmal Wicht. Nudi! Lass dein Herz platzen! Gute Arbeit! So funktioniert das nämlich. Na gut, du Wicht. Hiermit verleiht er den Donnerorden. MOP Männlich erhält den Donnerorden. Und gleichzeitig erhält Nudi den Respekt von MOP Männlich, den er sich so lange gewünscht hat. Sie ist eine wundervolle Dame. Weiter geht's mit den Geschenken. Ein technisches Maschinchen. TM34. Fuck, Nudi hat das Altaria besiegt. Es fällt mir immer noch schwer zu glauben. Große Stadt mit Safonia City war ich schon. Es fällt mir immer noch schwer zu glauben. Okay, Leute, wir haben den nächsten Orden.
Finsterfaust. Das ist ziemlich interessant. Nudi kann sie lernen. Na, Nudi ist nicht gut im physischen Angriff. Lassen wir das. So, wisst ihr, was wir aber als nächstes jetzt machen? Nudi ist relativ gut gelevelt. Nudi, du bist als gutes Mitglied im Team angekommen. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber ich salutiere vor dir, Soldat. Ich salutiere vor dir. Du hast einen meiner stärksten Verbündeten aus der Vergangenheit, der sich gegen mich gestellt hat, besiegt. Du hast dich nicht von der widerlichen psychologischen Kriegsführung des Major Bobs einschüchtern lassen. Und das kann ich durchaus respektieren, Nudi. Vielen Dank. Vielen Dank. Der nächste Plan ist übrigens, dass wir Spoop ein bisschen trainieren werden. Wenn sich Spoop irgendwann mal weiterentwickelt. Die Sache... Alter. Oh, oh shit. Ich habe dich noch gar nicht in deiner vollen Pracht gesehen. Oh, oh shit. Starrt regungslos auf das Meer hinaus. Das glaube ich. Du hast eine Menge Dinge gesehen in deinem Leben. Oh, oh shit, du hast viel durchgemacht. Ihr wisst ja, wie man sagt. Wunden verheilen, aber Narben bleiben für die Ewigkeit. Und da ist das Problem mit Oh Shit S. Man könnte sagen, oh shit, es hat jetzt einen starken Körper und ist ein legendäres, starkes Pokémon. Auf der einen Seite ja, aber auf der anderen Seite muss es mit der Last leben, mich als sein Trainer im Stich gelassen zu haben. Es konnte mich nicht beschützen. Und das sollte eigentlich nicht auf dieser Welt sein, weil es eigentlich tot wäre. Und das ist eine gewisse Last, mit der nicht jedes Pokémon einfach so zurechtkommt. Oh shit, es ist stark. Aber scheinbar nicht zu 100% stark genug, um das einfach so vergessen zu können. Und damit verabschieden wir uns für diesen Part. Es gab viele, es sind schreckliche Dinge passiert, es sind seltsame Dinge passiert. Alles war seltsam, Nudi wurde ein gutes Pokémon. Wer hätte das für mich gehalten? Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.